nicht noch einmal so eine Aktion. Das war das Letzte, was du jemals getan hast. Genau. Dieses Cringe auf die Lippen beißen, wie unangenehm. Er hat nochmal gesagt, alle sind über 18, ne? Also. YouTuber ist einfach fly, Junge. Genau so kehrt man Boden. Hey! Oh hey, wer seid ihr denn? Wer bist du? Okay. Auch sau unangenehm, Alter, hinzugehen. Oh hey, wer seid ihr denn? Dann die Hand direkt hinzustrecken. Genauso macht man sich Freunde. Wer bist du? Und wie siehst du aus? Hä? Sieht ja ganz normal aus einfach. Sieht ja komplett normal aus. Sieht ja wirklich einfach normal aus. Mädchen, ich rede mit dir. Ich verlange eine Antwort. Was hast du da an? Kennst du überhaupt sowas wie Autos oder kennst du hier nur die Esel? Ja. Fatima ist reicht. Also Fatima ist mit Abstand der sympathischste Charakter aus der ganzen Serie, meiner Meinung. Guck mal, wie sie aussieht, Haran. Es reicht jetzt, Fatima. Na, was willst du jetzt? Warum seid ihr alle so drauf? Lass uns einfach gehen. Ja, lass mich durch. Man sieht sich. Tut mir total leid. Alles gut. Voll schön. Sau realistisch. Man geht einfach hin und mobbt einfach fremde Leute. Genau so läuft das Leben ab. Ich schwöre dir, du weißt das letzte Mal, dass du das... Daddy, lass ihn bitte los, bitte! Er heißt einfach Daddy, der Typ, Junge. What the fuck? Verstanden, Kollege! Er ist der Einzige, der letzte Mist. Bitte lass ihn los, okay? Jetzt reicht's. Bitte. Wirklich jetzt Zeit zu gehen. Jetzt reicht's wirklich. Er ist wirklich der Einzige, dass der letzte geht zu weit. Es sieht nicht danach aus, als wäre er nicht gewesen. Wirklich. So, das reicht jetzt. Es geht Kollege, wenn das so ist, dann kümmere dich gefälligst um meine Tochter. Haben wir uns verstanden? Ja. Tschüss, Marcel. Mach's gut. Tschüss, Daddy. Wahnsinn, das Ganze hier wirklich. Ja. Aber... Frau Bra ist sau klein. Kann das sein, Leute? Oder bin ich das? Hab ich da was übersehen? Wieso hat die Alte eigentlich die Brücke gekehrt? Fällt mir gerade ein. Hortensia, Georg, in 30 Minuten treffen wir uns unten im Wohnzimmer. Es gibt die ersten Gruppenaufgaben, ja? Okay. Wirklich, das Ganze ist echt der Wahnsinn. Liebe Gruppenaufgabe. Ich hoffe, es gibt ein spannendes Projekt über das Ökosystem im westlichen Europa. Das wäre natürlich klasse, weil es gibt ja schon alleine 800 verschiedene Eichengattungen. Soll ich sie mal aufzählen? Irgendwie ist es mir schon unangenehm, dass mein Vater jetzt hergekommen ist. Aber auch süß. Ich bin froh, dass ich ihn habe. Das ist sau unangenehm. Das ist kein bisschen süß. Das ist einfach nur wirklich ein Fall fürs Jugendamt an der Stelle. Ihn und Georg. Oh, 3A, 3, wie heißen die, 3B, die Jacke habe ich auch, das wollte ich gerade sagen. Ich glaube, ich habe mich gerade vom Steht ihm aber bei weitem nicht so gut wie mir. Getrennt. Nein, Digga, das ist deine Chance. Nach 10 Jahren kannst du endlich bumsen, Mann. Oh Mann, Digga, du weißt, ich hatte noch nie Sex. Ja, deswegen. Und außerdem, nein, ich will Olympische Spiele, ich muss mich auf Sport konzentrieren jetzt. Bro, du brauchst andere Ziele im Leben. Ich stehe gerade kurz vor meinen goldenen 1000. Ich habe jetzt mit 998 Girls geschlafen. Ja, du übertreibst auch. Bevor ich jetzt Frau Bra oder Lorena mit einem von den beiden schlafe, brauche ich noch eine billige Nummer. Fatima, easy. Warte mal, easy. Du hattest doch schon was mit Fatima. Nein, Fatima, da war nur Mund im Spiel, du weißt. Aber das zählt nicht. Ich weiß leider nicht, hey, Digga. Ich weiß leider wieso nicht. Wieso liebst du diesen Typen? Oh, Digga, so sieht kein Mensch aus. Alter, diese Charaktere, die spielen, sind so krank unrealistisch, Mann. Wirklich. Nikes. Oh, Stanley, du hast ja sogar Nikes an. Ich heiße Stanley, nicht Stanley. Oh, Wahnsinn. Was geht?
Yo. Würdet ihr auch über Chicks? Könnt ihr uns einfach in Ruhe lassen? Wir sind gerade. Ja, wir haben auch voll viele Chicks. Wir sind gerade mit Chicks. Jungs, echt, ey. Hau mal ab, bitte. Geh mal. Ja, Jojo, hau mal ab, ehrlich. Ich glaub auch, Digga. Du auch. Das ist ein ernsthaftes Gespräch. Jetzt lass uns doch mal. Alter, diese beiden, Junge, diese beiden. Ich meine, man hat ja immer so zwei so Opfer, irgendwie so zwei Leute, die so ein bisschen seltsam sind, aber die zwei sind ja mal komplett überspitzt. Ey, komm, lass uns doch noch zusammen abhängen. Jungs, wir machen gerade unser Gespräch, okay, wir sind unter Männern gerade. Komm Gespräch. Schon. Komm, ey, haut mal ab jetzt, Alter. Was? Komm, hau auf, Alter. Was? Jetzt gibt es Schlägerei, Alter, weil sie sich zusammen abhängen dürfen. Gehst du? Hau ab! Was willst du? Was willst du? Was ist denn mit dem? Warum ist denn der immer so aggressiv, Alter? Der will sich die ganze Zeit boxen. Was willst du? Ja, besser ist es. Mein Gott, Alter, was wollten die denn? Sollen sie einfach in Ruhe lassen, ohne Witz. Ehrlich, mit der Art und Weise. Die mobben sich selbst. Nicht wir mobben die, die mobben sich. Mit der, wie die sich verhalten, ist lächerlich einfach. Oh ja. Ganz ehrlich, Stanley und Fly ist doch lächerlich. Oder, ey, komm, zeig mal. Okay? Okay. Stanley und Fly. Beide sind high. Denken sind Fly. Doch eigentlich keinerlei. Kann ich tot sein? Von Weiben. Warte, warte! Ey, Junge, Alter. Ist das einfach nur unangenehm, oder? Sie ist verliebt und schreibt Liebesbrief oder was? Ihre Rolle habe ich auch noch nicht ganz verstanden. Ich kann die auch alle nicht auseinanderhalten. Die sehen alle zugleich aus mittlerweile. Hey Lorena, was ist los? Ich bin genervt von meinen Eltern, von der Schule und dem ganzen Lernen. Das ist für mich sowieso unnötig, weil ich ja eigentlich Fotografin werden will. Ja, ich kenne das Typical Teenage Girl Problems.jpg. Meiner Leidenschaft folgen will. Und wozu soll ich dann das Ganze lernen? Und das Notensystem, das ist sowieso für einen Dreck. Und ich werde mich auch niemals unterordnen lassen. Das bin ich einfach nicht. Ja, voll. Ich kenne dich ja auch so. Und ich weiß auch, dass du deinen Weg gehen wirst. Vor allem nach der Schule. Und daran musst du denken. Daran musst du glauben, dass du einfach deine Träume nach der Schule verwirklichen kannst. Genau. Zieh jetzt einfach noch durch und dann schaffst du das. Danke, das habe ich echt gebraucht. Danke, das hat mir wirklich geholfen. Ja, du hast recht, aber es ist halt manchmal schwer. Ich weiß. Ja, bei mir ist es auch gerade schwer, mit mir und Fly. Ja. Ich habe keine Ahnung, wo wir stehen. Ihr seid getrennt, da steht ihr. Ich hätte ihn einfach... Ich glaube, ich habe ihn verloren, weil ich keinen Sex mit ihm wollte. Nein, aber du hast absolut die richtige Entscheidung getroffen. Falsch. Dich zu nichts drängen lassen, du... Falsch. Hättest es nicht besser machen können. Doch. Das war genau richtig so. Falsch. Wirklich. Ich kann Fly ja voll nachvollziehen. Ich will ja auch wissen, wie sich Sex anfühlt. Kannst du mir vielleicht erklären oder mir erzählen, wie sich's anfühlt? Klar, ich kann dir das erklären. Genau, ich erkläre es dir kurz. Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, die anderen warten schon im Gemeinschaftsraum, deswegen. Die wollen später. Dabei sein. Die wollen das auch erzählen. Die wollen es auch erzählen, Junge. Ah ja, Doom Eternal. So, hallo. Frau Bra, mit Abstand wirklich. Schön, dass ihr schon da seid. Geht's euch soweit gut? Ja, supi. Okay, schön. Ich habe die Klasse in zwei Gruppen aufgeteilt. Ihr seid Gruppe B. Gruppe A habe ich jetzt mittlerweile schon losgeschickt. Es geht um einen Wettbewerb, um die Umwelt. Richtig so. Für die Umwelt und für die... Halt deine Fresse, Georg. Für die Bäume. Georg. Wer die beste Idee hat, wie man die Umwelt schützen kann, hat gewonnen. Ja. Wer die beste Idee hat, wie man die Umwelt schützen kann. Corona war eine echt gute Idee, um die Umwelt zu schützen. Ihr habt bis heute Abend Zeit. Oh, kurze Frage. Ich habe heute Abend Geburtstag. Mhm. Dürfte ich feiern? Nein. Fly. Ich war auch mal jung. Die Gruppe, die die beste Idee hat, bekommt ein Kasten Bier. Ein Kasten Bier? Cool. Ja, jetzt Aufmerksamkeit bitte. Und zwar, jetzt teilen wir euch in zwei Gruppen Mädels und einmal die Jungs hier rüber. Okay, alles klar. Und dann könnt ihr loslegen. Da bin ich mal gespannt, was wir... Ah, er hat also nur am Abend Geburtstag. So ein Ding ist das. Der hat nur abends Geburtstag, den ganzen Tag über nicht. Gehen so kommen. Oh. Warum jetzt denn? So, oder waren wir hier? Hortensia, bitte. Bin ich dazu? Georg, Mann, Georg. Echt? Ja. Super. Dann bin ich mal gespannt und wir treffen uns dann nochmal am Abend, okay? Tschüss. Vor allen Dingen, als ob die Lehrerin den einfach Alkohol als Preis gibt. Was für ein Scheiß. Viel Spaß euch, gell?
Alter. So, ich schalte jetzt hier gleich ab, wenn das jetzt passiert, dann Oh, hallo. Hallo. Gut versteckt. Ja. Jetzt ganz schnell raus aus dem Zimmer, Alter, sonst werde ich hier sauer. Hier werden uns die Schüler nicht finden. Warum nicht eigentlich Stroh? Aber... Digga! Du, sag mal, bist du eigentlich wirklich jetzt geschieden, oder... Sind wir jetzt schon per Du? Das freut mich natürlich. Ja, schau mal, schon lange. Dieser Abdruck noch von diesem Ring so zu sehen. Ah, okay, das ist gut, natürlich. Ich meine, für unser Verhältnis, das zu wissen. Aber mit Muskeln und so kennst du dich ja auch aus, also man... Mit Muskeln kennt er sich ja aus, ja, klar. Junge, was ist das jetzt für eine unangenehme Situation? Ich will mich erschießen. Bisschen, ja. Okay, ja, weil ich bin wirklich in der letzten Zeit mega verspannt. Das kann ich mir gut vorstellen. Ich meine, bei der Klasse, die du da hast. Ja. Klar, da verspannt man sich ein bisschen. Das ist immer der beste Move, wenn so ein Girl sagt so, ich hab so Rückenschmerzen. Und ich so mit der Pfanne dann auf den Kopf schlage und, ach, ist ja auch egal. Schon anstrengend, ne? Ja, ja. Der Typ sieht so angespannt aus in dem Kopf, ich weiß nicht, wieso. Meine Problemzone ist eigentlich mein Gluteus Maximus, also ja. Das ist wirklich... Okay. Dann tue ich da mal den Massagestab rein. Ja, ich weiß nicht, ob du da irgendwie irgendwas empfehlen kannst oder vielleicht eine kleine Massage oder so. Irgendwas. Ich gebe auf jeden Fall mein Bestes, klar. Okay. Sollen wir was machen. Ah ja. Und das ist wirklich der ultimative Trick. Ey, selbst hättest du wieder so lost hier gerade, was ihr hier wieder am Schreiben seid, Mokka ist. Also, ich erkläre es euch nochmal. Wenn ihr euch eine Handyhülle von Rhinosheet besorgt und die um euer Handy macht, dann kann euer Handy nicht mehr kaputt gehen. Es ist quasi resistent. Und dann spart ihr euch, wenn es euch runterfällt, ein neues zu kaufen. Das... Es sei denn, ihr habt ein iPhone oder ein anderes Markenhandy und es wird einfach langsamer gemacht vom Hersteller, dann natürlich. Spart Ressourcen und es ist... Stell dir vor, sie hätte gesagt, mein Schließmuskel tut weh. Ich muss den massiert bekommen. Umweltschutz. Klappt nie. Doch. Gib mir mal dein Handy. Gib mir dein Handy. Ich gib's schon her. Gib mir dein Handy. Ey, wenn das kaputt geht, ja, ne? Ja, ich halte es. Also, ich mache jetzt die Schutzhülle drum. Wow. So. Okay. Bist du bereit? Noch funktioniert es. Und auch gleich wird es noch funktionieren. Werf's jetzt nicht auf den Boden, auf keinen Fall. Nein. Es ist Rasen. Was ist das denn? Oh mein Gott! Das muss kaputt sein. Was? Wahnsinn. Das hat nicht mal einen Kratzer. Alter, verrückt. Verrückt. Schau dir dann Orange im Orange, der diesen Fake-Clip gemacht hat mit diesem kaputten Handy. Der absolute Oberhammer! Das ist ja Wahnsinn. Es ist komplett heil! Viel Spaß damit! Wie klappt das? Das müssen wir fürs Umweltprojekt einreichen! Alter, das müssen wir. Einfach eine Handyhülle, die es schon gibt. Das ist unsere Idee fürs Umweltprojekt. Sofort Frau Bra zeigen. Eine Frage. Findet ihr es nicht komisch, dass das Kenneth immer nur da dann ist, wenn Timmy nicht da ist? Hab nicht drüber nachgedacht, tatsächlich. Finde ich nicht so komisch. Das ist so cool. Ich meine ernsthaft, Leute. Erst ist Rhinosheet der Sponsor von meiner absoluten Lieblingsserie Krass Klassenfahrt. Ja. Und jetzt beschützt diese Hülle auch noch Stanleys Handy so, dass sie nicht kaputt gehen kann. Das ist der absolute Wahnsinn! Und genau das ist das Setting, wo wir jetzt drüber reden, Leute. Jetzt wird's interessant. Und Mädels, irgendwelche Ideen für den Wettbewerb? Irgendwas? Lackmädchen, keiner Bock drauf. Ja, entspann dich. Ein Bierkasten zu gewinnen wäre doch richtig gut. Wäre richtig cool, Alter, ein Bierkasten. Dann schlag doch was vor. Ich schwöre. Beruhig dich mal, wir finden schon eine Lösung. Was wäre denn zum Beispiel mit einer veganen Biomensa für die Schule? Eine vegane Biomensa für die Schule. Das ist ein ganz kleines Projekt, kriegt man richtig schnell umgesetzt. Genau. Ja, oder wir fangen an mit recycelbarem Papier für die Klassenarbeiten. Oder wir fahren mal mit dem Fahrrad zur Schule, wäre ja auch ein Anfang für die Umwelt. Ganz ehrlich, dann weiß ich es auch nicht. Also, ich habe jetzt hier drei Sachen vorgeschlagen und ihr antwortet nicht, ich bin raus an der Stelle. Alle beschweren sich über den Klimawandel oder leugnen ihn sogar, aber dann postet ihr traurige Emojis. Carrie, mashallah, seist du geküsst von der Sonne oben herab auf dein Haupt. Dankeschön für 5 gibt es Subs, inshallah, ich bin dir dankbar. Santilis, danke für dein Prime-Sub, mashallah. Der Regen bei den Flammen. Adriga, dankeschön für dein Sub, halt, Baby.
steht oder die Kängurus zu Asche zerfallen in Australien. Aber den dekadenten Lebensstil auf gar keinen Fall aufgeben. Also sorry, aber keine Ahnung, was man da machen soll. Max, der krasse Mashallah, 5 Gifte Zaps, Habibi, dankeschön. Dankeschön, Max. Hey! Hey, FBI, open up! Es wäre so geil, wenn ich jetzt da reinkomme. Aber das will man? Nein, bestimmt einer von den Schülern. Kannst du bitte aufmachen? Als ob die dann aufmacht, Junge. Als ob die den aufmachen lässt. Das ist eine Klassenfahrt, Junge. Lack, das ist nicht Elternabend, wo man den Eltern bumst. So, ich? Ja. Den Eltern bumst. Ach, Corona. Hoppla, ich muss mit ihm. Was meinen Sie ja? Daddy. Daddy? Pass auf. Mit meiner Left. Was soll das? Es hat sich... Wir waren in der Sauna. Lack, wir waren in der Sauna. Einfach so ergeben. Was ist mit Mama? Ich glaub's nicht. Oh. Ich werde ihm einen Blowjob geben. Aha. Und das dabei filmen. Was? Geile Idee, Mann. Warte mal. Alles Mann. Gute. Es ist bestimmt ein bisschen zu kalt. Ich glaub nicht, dass ich einen hochkrieg. Wir kriegen das schon hin. Hi. Na? Diese Serie ist der Albtraum aller Lehrer und das, was ich in der Hölle abspielen muss. Meine Freunde, das war's von dieser Runde. Krass Klassenfahrt. Mein Name ist Investigativjournalist Sebastian Meyer und ich bin an der Stelle komplett verwirrt und auch raus. Vielen, vielen Dank und ich bin damit am Ende soweit. Ich wünsche einen schönen Tag.